Herzlich willkommen zu AfD persönlich. Die Wahlen zum Europaparlament stehen vor der Tür und deswegen wollen wir uns mal anschauen, welche Kandidaten die AfD dort überhaupt hinschicken will und was die besonders ausmacht. Deswegen heute bei mir im Studio Thomas Fröhlich. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, die erste Frage ist natürlich, was mit deinem Arm passiert? Antifa-Schlägerei? Ja, leider nicht. War ein hartes Sparring beim Thai-Boxen. Ich mache das ja regelmäßig dreimal die Woche und da gab es einen Tritt auf die Speiche. Also ich kann mich nicht damit rühmen, da irgendeinem Antifanten eine geklatscht zu haben. Könntest du es jetzt trotzdem erzählen? Ja, nee, wir sagen ja gut zur Wahrheit und das gilt auch hier. Du machst sehr viel Sport. Ja. Du bist ja auch Stürmer. Ja, okay. Ich war Stürmer. Sogar recht erfolgreich gewesen, soweit ich das nachgegoogelt habe. Ja, ich habe in der Regionalliga gespielt. In der vierten Liga in Deutschland und war tatsächlich auch polnischer Junior-Nationalspieler. Mit Robert Lewandowski in einer Mannschaft gespielt. Naja, es gab ja so Leute, die haben nach dem Training nochmal Sonderschichten geschoben und ich habe mich lieber auf die Massagebank gesetzt und deswegen hat es am Ende nicht gereicht, dann blieb nur noch die AfD, beziehungsweise erst das Studium und dann die AfD. Die Frage ist natürlich, dann regt dich doch gerade dieses ganze Fußballdrama in Deutschland besonders auf, oder? Ja, ich finde generell, das ist ein schlimmer Trend, dass wir eine Politisierung aller Lebensbereiche erfahren. Das ist für mich so ein Anzeichen einer totalitären Gesellschaft. Ich sage nicht, dass wir in einer totalitären Gesellschaft leben, aber so gewisse Anklänge sind da schon zu vernehmen. Und wenn alle Bereiche des politischen Lebens politisiert werden, dann ist das schlimm. Und das ist auch gerade im Fußball so. Ne? Und da zeigen sich aber auch die ganzen Widersprüche dieser linken Kulturhegemonen. Da werden zum Beispiel Fankurven, ich glaube von Bayer Leverkusen, die Ultras wurden zu 18.000 Euro Strafe verbannt wegen eines Banners. Es gibt nur zwei Geschlechter. Ja? Der DFB verbannt die zu 18.000 Euro Strafe. Und jetzt werden die neuen pinken Trikots auf der Webseite des DFB angeboten. Aber wenn man das Geschlecht angeben will, gibt es auch nur zwei Geschlechter. Ja? Also die stößen da wie ihre eigenen Widersprüche. Und ich sehe darin tatsächlich eine Chance, weil ich glaube, dass die Leute diese linke linkswoke Raserei irgendwann satt haben. Und ich glaube, das sickert immer mehr durch in breite Teile der Gesellschaft. Und es richtet sich gegen die Natur des Menschen. Und ich glaube, dass das eben eine Chance ist, dass die Leute langsam aufwachen und feststellen, ja, die AfD ist die einzige Kraft, die sich dagegen wendet. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine Chance für uns ist, weil die Linken einfach komplett übertreiben. Du meinst also, umso mehr genervter man ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dann AfD zu wählen? Absolut, ja. Also dann läuft es ja hervorragend sozusagen. Momentan schon, ja. Nur man muss halt gucken, dass da nicht zu viele Sachen kaputt gehen. Ne? Also es wird ja alles angegriffen. Ne? Also die Grundlagen unserer Zivilisation, die Familie, alles Mögliche. Und das ist eben das, da muss man eben gucken, dass man da rechtzeitig die Kurve kriegt. Du bist ja, wie wir haben es gerade gesagt, eigentlich Stürmer gewesen. Hilft dir das was im politischen Leben? Tatsächlich schon, weil ich glaube, dass Politik oft Mannschaftssport ist auch. Oder idealerweise sein sollte. Das hat zwar nicht immer geklappt bei uns in der Partei bisher, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und ich glaube, wenn man in einem Fußballmannschaft gespielt hat und auch weiß, wie man mit anderen Charakteren umzugehen hat, dann ist das eigentlich ganz gut. Dann hat man vielleicht einen stärker vermittelbaren Charakter, versucht auch Fronten irgendwie, also wenn sich Fronten bilden, dass man da vielleicht als Mediator eintritt und das Ganze versucht ein bisschen aufzulockern. Ich glaube, das ist etwas, das der Mannschaftssport einem gibt. Wirst du auch Stürmer in der neuen Fraktion sein? Das weiß ich nicht. Ich glaube, da haben wir andere. Wir haben da ja durchaus Leute, die rhetorisch auch sehr stark aufs Gaspedal drücken. Christine Andersson oder das ist Abteilung Sturm, würde ich sagen. Ich sehe mich da eher so als Mittelfeldspieler vielleicht. Wenn man dich googelt, und das macht man natürlich, ne, ja. Dann sieht man, dass über dich gesagt wird, dass du schon mit Le Pen und Salvini am Verhandlungstisch gesessen hast. Wie ist das passiert? Das stimmt. Damals 2018, 2019, als die ID-Fraktion gegründet werden sollte, da war ich tatsächlich noch damals an der Seite von Jörg Meuthen saßen wir tatsächlich am Verhandlungstisch mit Salvini, mit Le Pen, um die Fraktion zu gründen. Das war natürlich eine beeindruckende Erfahrung für mich, weil man da mit solchen Größen auch nicht tagtäglich zu tun hat. Und ich denke, das war ein ganz erfolgreiches Projekt, dass wir die Fraktion gegründet haben. Und ich hoffe, dass die Fraktion nach den kommenden Wahlen noch viel größer werden wird. Die werden dich ja dann auch alle wiedererkennen sozusagen. Ja, klar, die kennen mich ja schon. Ich arbeite ja dort auch momentan in der parlamentarischen Beratung. Und ich habe da, glaube ich, ganz gute Kontakte ins Ausland geknüpft über die letzten Jahre. Wir haben ja schon kurz nach deiner Nominierung in Magdeburg ein Interview miteinander gehabt. Was ist seitdem eigentlich alles passiert? Naja, man bereitet sich so ein bisschen vor auf den Wahlkampf. Langsam nimmt das auch so konkretere Formen an. Wobei ich denke, dass wir da noch sehr viele Veranstaltungen haben werden.
Natürlich überlegt man schon, welche Ausschüsse man begleiten möchte vielleicht. Das ist ja auch wichtig, ne? Die parlamentarische Arbeit. Und da wird man dann sehen, was die Interessen der anderen Kollegen sind. Ich habe da aber auch schon ziemlich konkrete Vorstellungen. Ja, aber die möchten wir jetzt wissen. Ich finde zum Beispiel den Entwicklungsausschuss sehr interessant. Ich habe unter anderem internationale Entwicklung studiert in Wien und habe mich immer sehr stark mit Entwicklungspolitik, Entwicklungsökonomie beschäftigt. Und das ist für mich ein sehr interessanter Ausschuss, weil die EU einerseits sehr viel Geld verballert, ja, für die sinnlosesten Projekte, für die sinnlosesten Entwicklungsprojekte irgendwo in Afrika oder in Lateinamerika, keine Ahnung, jetzt gendersensible Toiletten in Nicaragua oder so ein Quatsch. Ja. Und wir machen Entwicklungspolitik auf Grundlage unserer Werte, die wir allen aufzwingen wollen. Und ich glaube, dass tatsächlich dass Deutschland und auch, aber auch die Europäische Union da eine viel produktivere, viel sinnvollere Rolle spielen könnten, indem man, was weiß ich, einen stärkeren Fokus darauf legt, Infrastrukturprojekte auszubauen in anderen Ländern und dann aber im Gegenzug Zugang hat zu Ressourcen und so weiter, dass alle Seiten davon profitieren. Und ich glaube, dass wir uns mit dieser werteimperialistischen Attitüde sehr unbeliebt machen, weil wir sehr arrogant wahrgenommen werden im Ausland für Projekte, die kein Mensch verstehen kann. Also ich kann mir schon, man merkt ja, dass der Westen da teilweise auf dem Rückzug ist, auch in Afrika, weil die Leute da die Schnauze voll haben teilweise. Und ich kann das verstehen, weil der Westen da sehr arrogant, sehr belehrend rüberkommt. Und ich glaube, es wäre viel wichtiger, eine interessengeleitete Außenpolitik und Entwicklungspolitik zu vertreten. Und Entwicklungspolitik ist eben ganz interessant, weil man sieht einerseits die absurden Projekte, die Europäische Union forciert. Und das Ganze kann man dann natürlich einbetten in eine woke Agenda, die hier aktiv betrieben wird. Und gleichzeitig sieht man, wie wir uns dadurch auch auf einem außenpolitischen Rückzug befinden. Und ich glaube, das ist ziemlich problematisch und ich glaube, da muss man gegensteuern. Wird der Sport auch während der ganzen Wahlkampfzeiten dein Ausgleich sein? Ich weiß gar nicht, ob da so viel Zeit übrig bleibt. Jetzt muss ich erstmal kürzer treten mit dem gebrochenen Arm. Aber so viel wie möglich werde ich schon probieren. Aber ich glaube, der Fokus ist da erstmal ein anderer. Dann bleibt mir eigentlich nur noch dir viel Glück zu wünschen, gute Erfolge und eine tolle Zeit dann. Das klappt ja ziemlich sicher im Europäischen Parlament. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du hier warst. Gerne. Und Ihnen danke ich, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns demnächst wieder bei AfD persönlich.